Ein Holländer auf dem Acker. Wir sind unterwegs im Landkreis Kitzingen und begleiten die Güllegemeinschaft Main-Dreieck GbR mit ihrem Verwahrt Hydrodreieck. Eine Maschine, die in unseren Breitengraden nicht gerade alltäglich ist. Die Güllegemeinschaft Main-Dreieck GbR arbeitet hier mit dem Maschinenring Main-Dreieck zusammen, um für Landwirte oder wie hier für eine Biogasanlage Substrat auszubringen. Das Hydrodreieck des holländischen Herstellers Verwahrt wird angetrieben von einem DAF-Motor, der bei gerade mal 1400 Umdrehungen Spitze rund 530 PS frei werden lässt. Mit 40 km/h unterwegs auf der Straße kann man auch auf dem Acker richtig Gas geben, da die Güllepumpe gute 9000 Liter die Minute fördern kann. Dadurch ist es durchaus möglich, mit bis zu 18 km/h beim Ausbringen über dem Acker zu brettern. Natürlich je nach Gegebenheiten des Ackers oder wie ein Fahrer auch meinte, was der Fahrersitz hergibt. Mit einer Arbeitsbreite von 8 Metern wird das Substrat gleich durch die Zunhammer Scheibenegge eingearbeitet. Und mit dem 16.000 Liter Tank ist auch genügend Vorrat an Bord der Maschine, um ein gutes Stück Acker zu düngen. Möchtet ihr auch euren Betrieb oder euer Lohnunternehmen hier einmal sehen? Dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Maschinen oder Betrieben, die wir mit unseren Kameras begleiten dürfen. Um auch weiterhin keine Videos von uns zu verpassen, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Team von Land und Technik.